Freundin erzählen sollte. Also abartiger geht's nicht mehr. Und wenn man in solchen Sachen schon solche Dinge macht, ja glaubt ihr denn, wenn die auf dem Maidan jemand fragen, dass der noch seine Meinung sagt? Nein, der hat auch vorher den Zettel gekriegt. Der wird genauso wahrscheinlich gebrieft worden sein, wie die Tochter von dem Botschafter oder Cousine von dem Botschafter damals in Kuwait, die dann berichtet hat, wie die bösen irakischen Soldaten die Babys aus den Brutkästen geholt haben. Was hoffentlich jeder weiß, dass das eine False-Flag-Aktion der Amerikaner war, um den Krieg, den ersten Krieg gegen den Irak zu rechtfertigen. Und ja, das ist jetzt unsere Qualitätspresse. Deshalb finde ich so toll, dass einige Läden zumindest schon mal anfangen, die Bild nicht mehr zu verkaufen. Und das ist schon mal der richtige Schritt in die richtige Richtung. Und wenn das wirklich um sich greift, dann werden auch immer mehr der Journalisten vielleicht auch hier wieder über die Wahrheit berichten und vielleicht auch mal die andere Seite darstellen. Denn das ist das größte Problem bei dem Ukraine-Konflikt, dass der Ukraine-Konflikt nur aus der Sicht der Amerikaner dargestellt wird. Die Amerikaner, die die Ukraine besetzen möchten, dort die Rohstoffe rausholen wollen. Und es wird nirgendwo oder ganz, ganz selten erzählt, dass natürlich auch die Sicherheit von Russland letztendlich bedroht ist. Als russischer Präsident würde ich das ja genauso sehen. Wenn ich sehen würde, wie die NATO sich ausdehnt, würde ich das als Bedrohung sehen. Aber in unserem Verständnis sind wir ja die Guten. Und deshalb muss der arme Putin ja auch gar keine Angst haben, weil wir sind die Guten und wir wollen nur sein Bestes. Deshalb ist er eben ein bisschen paranoid. Ja? Anders als wir, die wir die Wahrheit kennen und einfach sehen, dass der Putin der Böse ist. Und ja, so wird die Welt halt einseitig dargestellt. Natürlich ist Putin nicht der lupenreine Demokrat und auch nicht ein wirklicher Sympathieträger, wie man ihn sich wünschen würde. Aber Obama ist das auch schon mal alle Male nicht. Und wenn man überlegt, dass Obama mit Drohnen Terroristen töten lässt, ohne jegliches Gerichtsurteil, und das mag man ja vielleicht noch gutheißen, obwohl, dann ist man schon ziemlich pervers. Aber jeder Zivilist, der daneben steht, wird einfach als Kollateralschaden in Kauf genommen. Und das sollen wir uns jetzt wieder gefallen lassen? Ich habe gestern Abend in TTT habe ich einen Bericht über den Attentäter, den ersten Attentäter auf Hitler gesehen, der als Einzelkämpfer der Meinung war, dass Adolf Hitler eben eine Unperson war. Da findet man das dann gut. Und ich finde, der Mann hat auch vollkommen recht gehabt. Denn hätte er mit seinem Attentat in München Glück gehabt und Hitler wäre nicht durch einen Zufall 13 Minuten eher aus der Versammlung rausgegangen, wäre Hitler tot gewesen. Wir hätten uns den Zweiten Weltkrieg erspart und wir hätten uns jede Menge tote Juden erspart. Aber im Moment gucken wir auch zu, wie Menschen einfach mit Drohnen getötet werden. Da gucken wir zu, Zivilisten. Nur weil wir froh sind, dass wir nicht in Afghanistan wohnen und dort Zivilist sind. Und was machen wir, wenn Obama auf einmal meint, hier zwischen uns steht irgendwo ein Terrorist und der ist auf der Abschussliste. Wups, kommt von da oben eine Drohne rum. Super, klar. Und alle, die hier friedlich stehen, werden niedergemetzelt. Und, ach, boah, ja, der Obama ist einer von den Guten, der darf das. Super, geil. Denkt mal nach, Leute. Ich will nicht sagen, dass es schon so schlimm ist wie im Dritten Reich. Aber wir sind auf dem besten Wege dahin. Und wenn wir weiterhin schweigen und uns alles gefallen lassen, dann kriegen wir die Zustände, wie sie im Dritten Reich waren, hier wieder hin. Die Gleichschaltung der Presse haben wir natürlich schon irgendwo. Aber das Gute, was wir jetzt haben, ist noch zusätzlich das Internet.
Da können wir uns noch informieren, aber ich denke mal, dass man auch daran ist, diese Quelle versiegen zu lassen und kritische Beiträge möglichst aus dem Internet zu entfernen. Auf dem besten Wege ist man. Ja, und wie toll die Amerikaner sind und wie die Amerikaner zu ihren eigenen Soldaten stehen, konnte man auf einer Arte-Doku sehen. Also Arte ist jetzt nicht irgendwie der Verschwörungstheoretiker-Sender, sondern Arte ist der Sender, der von ARD und dem französischen Fernsehen letztendlich finanziert wird. Und da gab es eine Dokumentation über Menschenversuche, die in KZs gemacht wurden. Was ich aber bis dato auch nicht wusste, ist, dass es in Japan etwas Ähnliches gab. Da gab es auch sowas wie KZs, da wurden aber keine Juden umgebracht. In diesen KZs wurden unter anderem amerikanische Kriegsgefangene untergebracht. Und was wurde mit den amerikanischen Kriegsgefangenen in den japanischen, ich nenne es einfach mal KZs, gemacht? Die gleichen Menschenversuche, die man hier mit Juden gemacht hat. Also dafür, wofür in Nürnberg zu Recht ein Mengele und was weiß ich nicht verurteilt worden ist, gab es auch in Japan. Und das mit amerikanischen Kriegsgefangenen. Denen wurden Körperglieder abgetrennt und dann hat man geguckt, wie lange die noch leben. Man hat die also bewusst sterben lassen, hat die Zeit gestoppt und alles sowas. Was ist dann nach dem Krieg passiert? Also das ist die Aktion Paperclip, die aus dem Zweiten Weltkrieg praktisch von den Amerikanern und auch mit diesen ganzen Ärzten, die das alles damals gemacht haben, ist praktisch verkauft worden. Und dann sind auch Studien entstanden, die später mit MK Ultra zusammenhängen und mit Mind Control. Ja, also jetzt hat die Steffi schon fast alles vorweggenommen. Ich wollte es ein bisschen dramatischer machen als du. Also das, was ich mir eigentlich nicht vorstellen konnte, ist, dass nach dem Krieg die Japaner gegen einen Persilschein die ganzen Ergebnisse an die Amerikaner verkauft haben. Das heißt, die japanischen Ärzte, die amerikanische Kriegsgefangenen gequält haben, zu Tode gebracht haben, haben ihre Untersuchungsergebnisse, die sie dadurch gewonnen haben, für den Persilschein, das heißt, wir werden nicht verfolgt, gar nichts, an die Amerikaner verkauft. Und die Amerikaner haben zugegriffen. Und den leitenden Arzt haben die Amerikaner dann auch noch für den Koreakrieg benutzt, damit man dann die entsprechenden biologischen Waffen an Chinesen, Koreanern und so weiter testen kann. Das sind unsere amerikanischen Freunde. Und die Gefangenen, die foltern und abhören und die ganze Genscheiße über uns bringen? Genau, das sind unsere amerikanischen Freunde. Und da muss man einen Freundschaftspakt machen. Und die Geschichte ging dann noch weiter. Auch die amerikanischen Kriegsgefangenen aus dem Vietnamkrieg und Koreakrieg, die sind über die Tschechoslowakei nach Russland. Die Russen haben dann die gleiche Scheiße mit denen gemacht. Und der tschechische Wissenschaftler, der das im amerikanischen Kongress öffentlich machen wollte, den wollte man erst nicht anhören, hat den dann sprechen lassen, gab aber in Amerika keinen Aufruhr und ein oder zwei Wochen später ist er dann an Herzinfarkt gestorben. Wie so oft in Amerika sterben ganz plötzlich Leute, die irgendetwas